Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel-, Strategiespiel- und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. So, bevor wir... Oder erstmal kurz der Rückblick. Nachdem wir jetzt die imperiale Armee von Xu, also von Imperia, besiegt haben und leider unseren Urias verloren haben... Sind wir jetzt wieder ganz alleine und müssen uns aufmachen, die Uhrwerk halt. Aber das machen wir erstmal noch nicht. Wie ich nämlich gesagt habe, ich will erstmal in die brennenden Felsen gucken, wie es da aussieht. Oh, ach ja, und wir müssen vorher noch das Gladiatorentraining machen. Ja, Gladiatorentraining. Das mit der Stadt können wir auch noch ein bisschen lassen. Wird dann vielleicht zu einfach, aber... Wollen wir mal gucken. Erst gucken wir uns den brennenden Felsen an nach dem Gladiatorentraining. Ja. Darum ging es jetzt aber gerade nicht. Ja, genau. Ich habe dir ja gemeint, am Schluss vor der letzten Aufnahme, dass ich mal kurz die Karte hier aufdecken möchte, um euch zu zeigen, was hier noch so verborgen ist. Also aus den Cutscenes. Deswegen habe ich mir mal kurz den entsprechenden Code für die Konsole rausgesucht. Die solltet ihr ja noch aus unserem Order of Dawn Playthrough kennen, wo wir mit der Konsole Bugfix für die eine Quest machen mussten. Und da reicht es, wenn wir unexplored. Unexplored. Dann Doppelpunkt Enable. Freizeichen und dann glaube ich eine 1 machen. Nein, das setzt zurück. Das heißt eine 0. Badups. So, wir sehen die gesamte Map. Also ist auch mal schön zu sehen, eine Map zu sehen. Denke ich mal. Und ja, was sehen wir hier? Auf jeden Fall die beiden Eisernen. Level 48 Nachtmare. Also das sind Prinzeps-Modelle, also die großen Bösen. Und das Darius-Modell. Auch wenn Darius hier nur Gegenstand in der Luft ist, kein richtiges... keine richtige Einheit. Hier sind die Sergeant der Stadtwache, die entweder was Urias oder ihren Kaiser verbrannt haben. Und hier oben haben wir den Schattenkrieger versteckt. Mit der Schattenklinge. Ja, nur um euch das mal zu zeigen, wie hier die Cutscenes zustande kommen. Und was es so alles auf diesen Inseln gibt. Und es ist auch mal schön, eine Insel komplett zu sehen, also aufgedeckt, inklusive Elementarmeer, damit man mal so ein Gefühl hat. Ja. Was hier eigentlich wirklich abgeht. Also sich bewusst ist, dass eigentlich die ganze Welt nur noch aus solchen Inseln besteht, die komplett isoliert sind. Auch wenn sie riesig sind. Gut, Startmenü zurück. Wir laden jetzt neu, weil... Mache ich einfach mal. Mach aus Versehen mal die Cheat-Seite zu. Weil Cheaten wollen wir nicht. Ich wollte euch das nur mal gezeigt haben. Gut. Was ich wollte, war da oben noch den Seelenfels mit zurückholen. Da geht es zum Gladiatorentraining. Und Punkte müssen wir noch vergeben.
Leichte Kriegskunst und leichte Rüstung. Leichte Kriegskunst können wir noch. Fernkampf brauchen wir Geschicklichkeit. So. Also einmal kann ich die leichte Kriegskunst noch steigern, nur mit, ohne was höher machen zu müssen. Ja, was habe ich gesagt? Wir haben noch 7 Level, also 14 Punkte. Wenn ich das hier auf 13 alles steigern will, brauche ich noch 2, 5 Punkte, dann bleibt noch 9. Wenn ich das hier auf 16 steigern will, brauche ich nochmal 4 Punkte, bleiben noch 5. Das heißt, das hier auf 17 und das hier auf 14 war, glaube ich, der Plan. Ich glaube, wir haben sogar schon einen 17er Bogen, genau den Herzsucher. Na, gucken wir einfach mal. Wird nämlich wahrscheinlich hier drauf rauslaufen, dass wir jetzt Stärke und Geschicklichkeit hauptsächlich steigern. Also ja, beim nächsten Level werde ich wahrscheinlich leichte Kriegskunst und Fernkampf jeweils eins höher bringen, damit ich weiß, was ich als nächstes an Attributspunkten brauche. Gut, wir wollen zum nordwestlichen Monument zurückkehren. Und unseren Seelenfels hier oben wieder in Besitz nehmen, auch wenn wir ihn nicht brauchen wahrscheinlich. Ich frage mich gerade übrigens, was aus Xerbus, also wie hieß er nochmal, Xalabar geworden ist. Genau, Xalabar. Ah, wir haben hier übrigens im Schatten des Phönix auch mal was Neues. Durchquert die Urwerkhallen und das Dunkelwehrgebirge mit Hilfe der Uru. Die Uru hat euch den geheimen Weg durch die Urwerkhallen geöffnet, der euch ins Territorium des Maskierten führt. Dort irgendwo hält er Darius gefangen und foltert ihn. Ihr müsst euch beeilen. So, wenn wir jetzt so gucken, kleine Klingenwaffen. Ja, wir könnten die Beisterklinge des Meuchlers jetzt benutzen. Machen wir das einfach mal. Und rüstungsmäßig. Kaiserlicher Zeremonienmantel, der hat ziemlich viel, aber das ist eine Komplettrüstung, also nichts, was wir hier gebrauchen könnten. Und alle anderen könnt ihr nicht tragen. Und ja, die bringen uns nichts. Leichte Rüstung 12, leichte Rüstung 13. Das Zeug eher. Das bringt halt nicht sehr viel mehr Rüstung, wenn wir den Drachenblutpanzer und die adamantgewebte Hose uns anziehen. Die Beinlinge des Verteidigers, die würden eher was bringen.
Katzenbeinlinge. Ja, Katzenbeinlinge in Kombination mit dem Silberfadenwams, die würden dann eher was bringen. Ah, wie sieht's mit Helmen aus? Zeremonienkappe, da trage ich schon was Besseres. Ring der Lebenskraft brauchen wir nicht unbedingt. Gottesträne. Oh, die Gottesträne. Ja, die können wir jetzt benutzen. Ja, nehmen wir den Balaki weg oder nehmen wir... Ne, nehmen wir den Balaki weg. Ne, mit dem Malachi haben wir mehr Lebenspunkte. Machen wir es so. Aonirs Ring geht dann an dich. Oder an wen geht Aonirs Ring? Ja, du kriegst Aonirs Ring. Weil der Feinstein ist nicht so toll. Ansonsten haben wir dieses tolle Sonnenlicht. Ja. Gut. Wobei, wir wollten jetzt eh rudenmäßig Glamring gegen eintauschen. Und ja, unsere Hexe gegen den Mentalisten auch eintauschen. So viele Runen, die ich mal verkaufen sollte. Wobei ich wahrscheinlich Glamrig behalten werde. Also die, auch wenn sie nicht so stark sind, einfach so als Erinnerungsstück, die Leute behalten. Zone der Heilung 16, das wird uns nicht viel bringen. 16 werden wir nie erreichen. Ich habe ehrlich gesagt jetzt eh gar nicht mehr vor, gerade Heilung, also Magie zu steigern. Also, ehrlich gesagt, nur noch Kampfkunst gerade zu steigern. Ah, ja. So, die beiden mal ausrüsten. Was kannst du denn? Okay, weiße Magie. Dann kriegst du das Ding. Weiße Magie Natur. Oh, praktisch. Ortsmagierschild, das hätte ich am Leben. Ja, die Kaiserrobe kann ich dir nicht geben, aber ich kann dir eine Sonnenrobe geben. Die ist auch nicht schlecht. Helmmäßig. Ja, Helm der zweiten Sicht, der sehr seltsam aussieht. Achso, Aonirs Ring hatte ich ja ihm weggenommen, also dem Zwerg weggenommen, deswegen kriegt das um. Die beliebige Magieart und Griffköderring des Nor, das sollte passend sein. Ring der Magiemeisterschaft ist irgendwie besser. Und noch Rotwitz Ring an dich. Jetzt brauchst du noch eine Waffe. Was kannst du am besten? Große Schlagwaffen. Dann kriegst du eine Felsenfaust. Warte, eine Felsenfaust ist eine Einhandwaffe. Wo sind die zweihändigen? Nö. Dein Tod, genau. Sieht zwar ein bisschen mickrig aus in der Trollhand, aber... Wobei, ich kann ihm auch einfach zwei Knüppel geben. Weil ich glaube, mit dem Schild... Schild kann er eh nicht anlegen. Hä?